Wir sind auf dem Weg zum Axel nach Erbenheim, Wiesbaden-Erbenheim, um dort den, wie sagt man, Jingle-Trailer-Opener für Buschrad entdeckt Deutschland aufzunehmen. Wir holen jetzt den Steve ab. Es ist ein Hip-Hopper. Da vorne ist der Tai. Hier. So, und wo ist der Steve? Der Steve wohnt in einem Thai-Restaurant und ab und zu, er hat auf dem Rücken einen riesigen Pickel, aus dem er Milch gibt. Und da wird ab und zu, das ist die Miete, die er zahlt, quasi aus dieser Milch werden Cocktails gemixt. Wird aber öffentlich nicht drüber gesprochen. Genau hier runter, Jan. Ach so, das ist hier also quasi alles, das wird alles beobachtet. Das ist der Axel! Ja. Meine Idee war, das, wir wollen meine Herren vielleicht am Anfang zu haben, ja, und dann am Ende so ein bisschen moderner zu werden, aber jetzt auch nicht sich so MTV-mäßig Hip-Hop anzubiedern. Das ist ja sowieso der Gigant hier, Heinz Rühmann. Ja, ja. Hallo. Axel-Profilot, jawohl. Was machen Sie denn hier? Ja, was aufnehmen, Heinz Rühmann, jawohl. Sie sagen ja in dem Lied öfter mal, jawohl, meine Herren. Ja. So, und dieses, da ist ja dann auch noch was aus dem Film drin, wo sie dann nicht singen zwischendurch. Und eins von diesen Jawolls oder auch zwei kann man ja vielleicht samplen oder ein bisschen schneller oder darunter legen. Meine Damen und Herren, erleben Sie heute Abend Axel Schrepper! Meine Herren! Das, ich schon, also ich stelle es mir irgendwie so vor, dass halt am Anfang kommt, also dass man was von der Atmo hat. Ne? Ob da jetzt schon eine Melodie läuft oder dass wir irgendwie müssen wir reinkommen. Und dann kommt dieses alte zu erkennende Jawohl, meine Herren. Und dann kommt der Steve drauf und singt irgendwie so, hey, jawohl, jawohl, Buschka entdeckt Deutschland. Oder irgendwie so. Und das reicht. Das könnte sein. Kein Rhyme, nix. Also da kannst du dann noch so, hey, Buschka entdeckt ohne Rhymes Deutschland. Du sollst es ja auch so machen, ja. Nein, du sollst das ja auch so machen, wie du das machst. Nee, wieso? Das ist dein Ding. Aber du sollst ja. Das ist jetzt. Man muss gucken, dass man die unterschiedlichen Strömungen zusammenbringt. Jawohl! Sag mal. Jawohl, machst du was? Jawohl, meine ja. Herren. Ey, sehr fetter Beat. Ist der von mir? Ja. Nee. Doch, ja. Da suche ich jemanden. Ehrlich? Ja? Das war sehr geil. Ja, ja, ja. Hier ist der Typ und das direkt mit der Kamera. Sie sehen mich an, dieser Typ fühlt sich hammerhart. Er kommt aus Wiesbaden, dreht den Scheiß die Briefmarken. Leute wollen da draußen nur einfach auf Peace warten. Das ist Freestyle direkt aus dem Kopf raus. Denn ich nehme das Mikrofon und hab Bock drauf. Und ich blicke rein durch den Spiegel. Ich sehe mich da drin wie ein kleines Siegel. Sie bringen den Beat back, ich brauch das Feedback. Und danach komm ich und rauch dein Beat weg. Grad mal 21 Jahre, trotzdem rapp ich 21 Bar. Und ich sag einfach nur das was. Alles frei improvisiert auf den Beat von ihm. Leute kommen heraus, wollen die Props verdienen. Kein Problem, was ich mache, ich zücke die Knarre. Doch heute Abend bin ich am Proben, Styles geschoben, alles war nicht gelogen, nein. Wir sind jetzt hier, derbe am Rhyme, derbe am Schein und das direkt. Dieser Typ an dem Mic, der die Styles jetzt checkt. Leute sehen noch mehr, Leute wollen von ihm. Leute kommen ans Mikrofon wie eine Aspirin. Ich schlucke sie mit der Rhyme-Poesie. Das ist Freestyle-Technik, echt nicht fresh. Ich kille wie ein Beat, ganz egal wo. So Gelato, Gestapo, roll ich auf dem Beat-Track. Also check das, ich bleibe das Rapper. Frag nicht, wie schmeckt das, ich bleibe wie back das. Dieser Typ dealt den Shit, yo. Leute sind da draußen zu hip, yo. Aha. Yeah. Das war aber jetzt Freestyle alles, also nur aus dem Kopf drum. Da hat aber einer schon ein bisschen Erfahrung, hör mal. Der Beat ist richtig genial. Ja, gut, schön. Wow. Super.